Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Wie versprochen gibt es heute ein Get Ready With Me von der neuen P. Louise Beauty Box. Und wir testen jetzt den Lidschatten und den Lipgloss, alles was jetzt in der Beauty Box drin war. Die Lidschattenpalette heißt After Dark, nach der Dunkelheit. Wir haben hier richtig tolle Farben. Alles mystisch, schwarz und mit Glitter. Und wir fangen auch gleich an, dass wir gar nicht lange rumschwatzen. Und als erstes nehme ich hier diesen hellen Farbton Late Night. Wir haben hier natürlich ein leichtes Kickback. Und wir setzen erstmal schnell das Auge ein bisschen. Einfach damit sich das dann alles gut auftragen lässt. Und ich sage mal, um ein bisschen reinzukommen ins Schminken, tun wir erstmal ein bisschen das Auge setten. Dann gehen wir auch gleich in Adventure O'Clock. Hier die Einprägungen in der Palette sind natürlich auch eine Wucht. Ne? Sieht auch richtig schick aus. Das ist ein sehr dunkler Ton. Den tun wir uns jetzt einfach mal hier in die Lidfalte auftragen. Also ist ja nicht die erste Palette von P. Louise, die ich ausprobiere. Also ich finde, die Qualität ist immer echt der Hammer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Trotz, dass ab und an mal ein bisschen Kickback ist. Aber dennoch lässt sich das wunderbar auftragen. Und gerade solche dunklen Töne in einer Box und nicht so viel, wirklich bloß hier 6 Farben. Braucht man nicht so viel überlegen, was man jetzt nimmt, sondern einfach dunkel. So, jetzt nehmen wir natürlich hier das Blackest Out. Das ist hier die allerdunkelste Farbe. Und die tupfe ich mir jetzt ganz vorsichtig hier hinten, und man sieht schon, dass man da ein richtig tolles Ergebnis erzielen kann. Wirklich bloß hier hinten ein bisschen, um das Auge zu vertiefen. Echt ein bisschen vorsichtig, ja. Und dann gehe ich auch gleich in Midnight Mousse hier in dieses und ziehe mir das alles ein bisschen rum. Das wird ein Blackest Black Video hier. Ich nehme auch gleich mal ein bisschen einen größeren Pinsel, um mir das alles ein bisschen auszublenden hier. Also die Farbe ist echt der Hammer. Ich habe jetzt solche dunklen Töne nur von Rossmann, so eine einfache Lidschattenpalette, die es hier gibt für 5 Euro, die kennt jeder. Und da mache ich mir immer einen schwarzen Augenlook. Ist jetzt toll, dass ich das jetzt auch mit solchen High-End-Produkten habe. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal in den hellen Ton, diesen hellen Ton, und ich setze mir den erstmal hier vorne aufs Augenlid noch mal ein bisschen mit drauf. Ja, und dann benutzen wir, ich muss jetzt erstmal gucken, wie es von der Farbe her ist. Hier haben wir so einen goldenen Schimmerton und dann habe ich hier so ein Starlight Secret, das ist sowas Dunkles. Ich glaube, das setze ich mir hier ein bisschen nach hinten. Oh, das ist schön. Sehr, sehr schön. Farben sind noch leicht cremig. Und wie gesagt, wir setzen uns das einfach hier hinten
auf das Augenlid auf. Oh, Glitzer, Glitzer. Ihr wisst ja, ich liebe Glitzer, wenn Glitzer mit dabei ist. Und als Highlight setze ich mir dann diesen leichten Kupferton hiervon aufs Auge. Man kann es natürlich auch als Inner Corner benutzen, möchte ich aber jetzt nicht. Ich möchte es mir wirklich bloß hier auf die bewegliche Lidfalte setzen. Und ja. Boah. Jetzt tun wir noch ganz vorsichtig das Auge einrahmen hier. Mit so einem kleinen flachen Pinsel. Kleinen flachen abgeschrägten Pinsel, ja, um genau zu sein. So, man kann es natürlich hier ein bisschen ausblenden, aber es soll ja doch heute den ganzen Tag halten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn man dann schwitzt, dann verläuft es manchmal, was ich jetzt eigentlich nicht verhoffe, bei den tollen Farben. Guck mal, sieht schon richtig toll aus. Gefällt mir echt gut. Wir nehmen jetzt eine Mascara von Tease, wie versprochen. Jetzt habe ich sie endlich. Drama Ultra Volumen Mascara. Also ich finde, die ist ein bisschen übertrieben. Ultra Volumen Mascara sieht zwar richtig geil aus hier, aber so viel Volumen macht das gar nicht. Also ich finde es jetzt nicht der Burner. Ich kann sagen, ja, man kriegt ein bisschen Farbe dran. Aber dass es jetzt Ultra Volumen macht, fehl am Platz. Also das ist wirklich absolut weit übertrieben, wenn man sagt, das ist die tollste Volumen-Mascara. Mascara, ja. Kaufen wird es mir nicht. Bin ich. Ich bin ehrlich gesagt nicht zufrieden, ja. Aber wie gesagt, ich teste es gerne für euch aus. Sage meine Meinung. Package, ja, das finde ich jetzt mal nicht schlecht. So, wir haben es gleich geschafft. Natürlich war ja in der Budget-Box richtig viele Lippenpinsel mit dabei. Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, dass das Lippenpinsel sind. Ich habe einfach bloß ganz viele Stifte gesehen und ich war so perplex, dass die einen ganzen Schwung da drin haben. So, ach, was ist denn heute mit meinen Haaren los? Ein bisschen mit Gel oder Wachs. Guckt euch mal den Look an. Oh, ich finde ihn richtig toll. Und hier hat man in so einer schönen, tollen Box, was aussieht wie ein kleines Schulranzen. Oh, mir gefällt ja sowas. Guckt mal, haben wir ganz viele Farben. Und wir nehmen mal den. Die dunkelste Farbe hier, die sind schön und cremig und da tun wir uns gleich mal ein bisschen ja die Lippen einräumen. Ich muss sagen, bei so viel Stiften könnte man eigentlich, damit die ganzen Lippen ausmalen, desto besser hält es dann auch. So, hier hat man noch so ein absolut tolles Packaging, wo ich dachte, hier sind wirklich Spielkarten drin. Nein, hier haben wir verschiedene Lipgloss und wir nehmen natürlich den dunkelsten hier. Oh, ho, 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 das war vielleicht gleich mal ein bisschen viel. Ohoho. Aber egal. Oh, die trocknen wirklich leicht an. Hätte ich gar nicht gedacht.
Also die werden fest. Was heißt fest? Also die sind dann gar nicht mehr so cremig. Aha. Aha. Gehen wir mal noch mit so ein bisschen Braun drüber. Oh, voll wendmäßig. Okay, trotzdem gefällt mir, würde ich so lassen. Tja, was sagst du zu meinem Look? Ich finde ihn okay. So, habe ich jetzt hier mein kleines. Ah, hier, das habe ich gesucht. Genau, das habe ich gesucht. So, was sagt ihr hier dazu? Tolle Palette, oder? Das war's. Wenn euch mein Schminkvideo gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Doch, sieht echt gut aus.